Und in dieser würdigen Feier wollen wir heute uns daran erinnern, dass in den Novembertagen des Jahres 1809 die letzten Kämpfe stattgefunden haben des Freiheitskrieges von 1809. Heute, 200 Jahre später, erinnern wir uns daran, dass in diesen Tagen, in dieser Zeit sehr viel an Leid, an Not, aber auch sehr viel an Einsatz und Beziehung zu unserem Land spürbar waren. Der von Horst Unterlechner geschaffene Kreuzträger als Zeichen dafür, dass viele Tirolerinnen und Tiroler während der napoleonischen Kriege durch Not und Elend ein schweres Kreuz zu tragen hatten, vor dem Franziskanerkloster aufgestellt und durch Pater Quardian Josef Höller gesegnet. Die Jungschützen aller drei Schwarzer Schützenkompanien haben die Pflege und Betreuung dieser Gedenkstätte versprochen. Jährlich wollen sie sich bei einer Maiandacht daran erinnern, zu helfen, wo es geht und wie jeder kann. Das alles ist unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit geschehen. Aber damit es so weit kommen konnte, waren vorher viele Stunden und Tage der Vorbereitung notwendig. Überzeugungsarbeit bei den Kameraden der drei Kompanien, bei politisch Verantwortlichen und letztes Endes auch bei den Sponsoren musste geleistet werden. Diese Aufgaben sind eher unbeachtet von zwei Kameraden der 1. Schweizer Schützenkompanie mit Zähigkeit und schier unerschöpflichem Glauben an dieses Projekt erledigt worden. Dafür möchte die 1. an der Reserve Schützenkompanie Schwarz sich heute beim Obmann der 1. Schweizer Schützenkompanie, dem Leutnant Gottfried Anfang, und seinem Mitstreiter Leutnant Alois Markovic, der leider heute verhindert ist, mit der Verleihung der Max-Arnold-Verdienstmedaille in Gold und mit einer Ehrensalve in aller Öffentlichkeit bedanken. Die 1. Andreas Hofer Schützenkompanie verleiht Herrn Gottfried Anfang und Obmann der Pater Fritz. Nahen! Hoch an! Herr Oberstleutnant, bitte. Da. Ich möchte mir was Silber.